Fasten und Fasten brechen. Hier im Bild in meinem Büro ist eine Szene zu sehen mit Boas und Ruth. Ruth kommt mit Naomi aus dem Hungerland Moab und hat Hunger, nichts zu essen. Boas erlaubt ihr, auf den Feldern Körner zu sammeln. Fasten ist der freiwillige Verzicht auf Brot, der freiwillige Verzicht auf Essen oder andere Dinge. Und das macht den großen Unterschied aus zwischen Hunger und Fasten. Wir sind gerade in einer Zeit, die uns viel abverlangt. Es wird uns vieles verboten, es ist vieles nicht möglich. Es ist nicht freiwillig. Wenn du aber freiwillig in diese Dinge gehst und die Räume erweiterst, indem du freiwillig auf etwas verzichtest, ermöglicht sich eine andere Tiefe. Und das Fastenbrechen am Ende einer solchen Zeit hat einen anderen Geschmack. Das Brot musst du nicht hineinschlingen, weil du Hunger hast, sondern du isst es langsam und schmeckst seine Kraft. Den Apfel, er schmeckt völlig anders, wenn er nach einer freiwilligen Zeit des Verzichtes gegessen wird. Darum genießen Sie das Fasten und das Fastenbrechen.